Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir dürfen euch wieder recht herzlich begrüßen nach diesem feigen Überfall hier zu einer neuen Folge von ARK. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem richtigen Bauplatz. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir eine etwas gemäßigte Zone finden, aber das wird wahrscheinlich etwas schwer. Aber wir wollen mal gucken. Also viel Spaß dabei. So, von euch. Ja, wir finden eine Zone. Wir müssen uns nur einfach Schutz suchen. Natürlichen Schutz. Und das wäre hier, wo ich jetzt gerade rumflatter, eigentlich ganz gut. Wir müssen also auch nicht, wir können eigentlich im Grunde schon fast eine Wand weglassen. Wir müssen nur entsprechende Foundations bauen. Die Fläche ist relativ groß. Ja, könnte sogar reichen. Für einige Sachen auf jeden Fall schon mal. Und ist ein bisschen länglich, das Ganze, aber müsste klappen. Und wir können uns hier ausweiten. Das ist doch schon mal gut. So, Wasser haben wir nämlich auch. Gut, da müssen wir dann natürlich den Weg da hinten frei halten, dass wir da immer runter können. Dort auch. Auf der Seite ist offenbar eine Wüste. Ja. Das wäre dann so mehr eine nördliche Basis. Ich will aber noch mal. Wo bist du jetzt, Bock? Moment, ich habe hier gerade eine Ruine in dem Flusstal gefunden. Ist sie relativ groß? Ja. Da gibt es bestimmt eine. Notiz meine ich. So, ich versuche nochmal den Weg ein Stück in die Mitte des Deck. Ah, da hinten wird Schaden gemacht. Ah ja, genau, die hatte ich auch. Genau, und komm mal dann zurück. Oder warte mal, ich bin hinter dir. So, wenn wir hier oben gucken mal. Hier ja, Moment, ich bin gerade die Note am Suchen. Die müsste, warte mal, die müsste hier vorne irgendwo stehen. Oder war das die Stelle, wo gar keine war, sondern die war nämlich, wir haben nämlich eine da. Ja, genau. So. Wo ist denn jetzt unser Bossmann? Ja, der ist noch beim blauen Obelisken. Ja, nee, wir sind. Wenn du mir einfach mal so ein bisschen folgst, guck mal hier oben so längs so. Da haben wir Überhang. Einen natürlichen Wetterschutz, würde ich sagen. Und hier die ganze Fläche, die können wir da im Grunde schön bebauen. Ja. Ne? Die wäre doch gut. Und dann machen wir uns hier richtig dicke. Wir haben unten unser Wasser. Wir haben Landeflächen. Und da kommt gleich eine Kiste runter. Ne? Also. Au! Oh, warte du, wenn ich dich erwische, du. Hier sind Klauvögel. Ich bin K.O., ich bin gelb. Hast du ihn erledigt, Takara? Prima, hast du das gemacht. Oh, warte, das gibt jetzt nochmal einen Sturzangriff hier, du. Wenn du denkst, du kannst mir entkommen, dann erst du den. Ja, wo ist er denn? Das ist das kleine Mogol. Er hat sich verkrümeliert. Die Kiste immer noch nicht unten. Mann, das muss schneller gehen. So wie die an uns vorbeigesaust sind, ne? Ist ja eigentlich. Ja, da werden sie herausgeschossen. Ja. Dauert ganz schön lange, bis sie runterkommen. Ja, ich finde die Ecke gut. Was meinst du dazu? Sollen wir gerne hier bauen, ja. Weil wir hätten hier überall die Möglichkeit, da reinzumachen. Und wir müssen nicht so extrem viel bauen. Ja, hier ist sogar ein kleiner Wasserfall. Und der ist sogar. Warte mal, ist der benutzbar? So, Kann man
das mit dem Wasser wieder aufnehmen, das Wasser? Hm. Ich bleib hier. Nicht weglaufen. Ja, schön gemacht hier. Genau da. Und dann könnten wir noch nach oben bauen. Die Treppe hoch, einen Laufsteg oder was auch immer. Ja. Und dann haben wir auch den oberen Bereich. Kommen wir denn auch lang. Hier gibt's auch Skorpione. Kommt mir zugute, ja. Ja, und genug Lehm ohne Ende. Nur, was ich hier noch nicht gesehen habe, das sind die Kakteen. Oder hast du Kakteen gefunden? Im Moment gerade nicht. Ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet. Ja. Aber wir haben hier genug Lehm. Also ich denke, Sand können wir hier bauen. Also Quatsch, umgedreht natürlich. Oh, warte mal, jetzt ist er unten. Ich hoffe, ich kriege was Anständiges. Oh, den Plan für den Fabrikator. Cool. Plan. Kommt in die Werkbank. Genau. Rein da. Rein da. So, das behalte ich mal. Achso, das muss hier rein. Ja, ich denke, wir sind hier gut aufgehoben. Einfach schon wettertechnisch. Wenn du das blöde Haus fertig kriegen. Jetzt muss ich natürlich erstmal rauskriegen. Wenn man hier ein schönes Tor kriegen könnte. Ich habe hier so ein abgeschlossenes Gelände gefunden, wo eine riesen Steintor vor ist. Also eine Ruine. In ein Tal rein. Wo bist du jetzt, Manni? Ich sag sofort, warte. Ich bin auf 2045. Das ist doch gar nicht so weit weg von hier. Weil so ein Tal, da ist ein riesen, das ist zwischen zwei Wänden mit einer Ruine zu. Ja, da bist du in der Nähe. Das ist die Ruine, wo auch was noch ein Ding liegt. Das ist eine größere Ruine, ne? Sieht urig aus. Also zwischen zwei Felsen, zwei Bergen praktisch eine Ruine mit einem Tor in der Mitte. Und dann haben wir hier so ein kleines Tal. Die Wüste ist nicht weit weg. Müsste man Kakteen holen können. Also komm einfach mal in diese Ecke rein, weil da sind wir beide nämlich im Moment. Ja, da bin ich ja. Ich bin ja jetzt hier bei auf der Linie 20, also 25, 45 ungefähr bin ich. Ja, ein bisschen weiter. Moment, ich sag dir nochmal, auf 25, 50 sind wir beide. Da ist so eine Felswand. Ich komme dann sofort. Da haben wir gerade überlegt, dass das wohl sinnvoll wäre hier. Und das sieht urig aus mit den Steinen, mit dem großen, mit der großen Ruine da. Also mit der Wand und dem Tor da drin. Komm, such dir doch mal einen Platz und setz dich doch mal hin. Ah, hast du schon? Ihr seid ungefähr 25,50, ne? Ich komm da gleich hin. Ja, wir sind schon dabei. Ich hab noch ein bisschen davon. Ach so, muss ich noch mal ausprobieren mit der Hacke, oder? 2, das mal beide. Ich glaube, wir müssen die Hacke nehmen. Ey, da kriegst du Feuersteine. Steine. Ey, da müssen wir doch das Beil nehmen. Also die Viecher sind hier im Moment überhaupt kein Problem. Das ist alles harmlos. Ja, das ist doch nicht. Das einzige Problem ist hier die Hitze. Ja, das ist nicht das einzige Problem, aber das müsst ihr schon noch merken. Ich kann ja nicht alles verraten.
Also die Hitze ist schon mal ein großes Problem. Wir brauchen auf jeden Fall ein geschlossenes Haus. Ups, jetzt. Und das könnte hier gut sein. Jetzt haben wir natürlich voll unter Panik wegen der Hitze. Ah, du kannst die Foundations machen, ne? Ja. Machst du hier eine Reihe voll? Ja. Dann haben wir schon mal an die Wand. Ich guck mal, dass ich Material zusammenkriege. Gut, das läuft noch. Also einfach, denke ich, an der Wand lang, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht machen kann. Hast du das jetzt im Inventar gemacht, oder? Ja. Müsste ich das doch auch machen können. Ich kann nur das Lehmdach machen. Nö, hier ist doch alles. Nö, hier ist doch. Fasern und Lehmstoff. Ja, okay. Wenn man Fasern sammeln. So. Na toll. Fasern mitmachen. Fasern. Kann ich immer gerade deine Takara ausleihen? Ja, mach. Aber sanfter als mich. Ganz sowieso. Ich wusste, dass das kommt. Also in der Wüste sind keine Kakteen im Moment. Oh, ist da Salz? Salz könnte man auch brauchen, glaube ich. Ich weiß nur noch nicht, wahrscheinlich zum Pökeln oder irgend sowas in die Richtung. Na, komm. Jo. Das ist eine feine Gegend, das ist schön gleich. Da bauen wir halt etwas in die Länge. Ja? Jetzt kommt. Also. Moment, was brauchte ich jetzt? Wolltest du noch ein bisschen Kakteen mitbringen? Wenn ich welche finde, ja. Ich wollte mir auf jeden Fall erstmal meine Raven holen. Ja, okay. Also die Dings sind, glaube ich, nicht so weit weg, ne? Die Land ist etwas kleiner, meine naja. Ich. Ja, mit Kakteen sieht sie in der Wüste also so ein bisschen schlecht aus. So, da sind Pferde. Nee, Wüste nicht. Muss so ein bisschen gemäßigt sein, ich weiß. Also nicht so die richtige Wüste. Ich gerade. Ich nehme dir mal die Moreline. Wie hast du sie denn genannt? XXX. Triple X. So, komm mal, wir beide müssen. Muss ich erst noch einen Namen verdienen? Ja. Oder nee, vielmehr das, R. Kann ich denn auch schnell laufen? Oh, die kann schnell laufen. Ach, ich weiß nicht. Ich lasse dich mal hier stehen. Ich laufe mal eben selber. Ich bin nämlich schneller. Mal gucken, ich muss doch hier irgendwo noch Kakteen nehmen. So, was ist hier? Hops. Jo, hier kann man auch schön runterbauen. Was haben wir denn da? Da oben ist auf jeden Fall. Da sind Bäume. Muss mal gucken, dass ich hier hochkomme. Da ist ein Agentarik. Oh. Tote Peaks. Ganz viel Gold, Tote Peaks. Okay. Du bist auch dran. So. Hast du die gerechnet, oder? Aber warte, du.
Na, noch jemand? Ja, du musst doch irgendwas. Jo. Ist da auch eine Brücke in der Nähe? So eine natürliche Brücke? Eine Steinbrücke, ja. Ja. Da ist, ich bin jetzt gerade an dieser Ruine an der Brücke. Warte mal. Werde ich euch wohl gleich finden. Ich bin gerade gucken, ob ich da irgendwo Dings finde. Oh, ein Pferd. So, das ist eher Zebra, aber das macht ja nichts. Was haben wir denn hier? Das sind nur Bäume, das ist nur Holz. Also, was ist das jetzt für eine Richtung? Seid ihr in der Nähe, unterhalb der Brücke? Warte mal eben, 25,50 sagst du, ne? Moment, ich bin gerade beschäftigt. Ja, beschäftige dich. Ein paar Adler wegmachen. Seid ihr mehr am Wasser oder am Wasserfall? Da ist ein Wasser und da ist auch ein Wasserfall. Ich komme zurück. Ja, warte mal, hier sind mehrere Brücken, deswegen frage ich. Ah ja, warte mal. Also ist unten in der Schlucht drin. Ja. Ja, ja. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Oh, shit. Oh, da kommt ein Wasserfall runter. Der geht hier in den See rein. Ja, genau. Da oberhalb steht ein... Oh, oh, Schweine. Ich muss hier weg, Leute. Ich bin sonst tot. Oh, das kommt... Angriff! Hallo. Wo ist denn jetzt die Basis? Oh, Scheiße. Ich hätte nicht alleine weggehen sollen. Das ist die falsche Richtung. Kack, Herr Borstenmaul. Schönen guten Tag. Folgen Sie mir. Ich tue Sie folgen tun. Hier oben drauf? Ja. So, ist doch gut. Müssen wir nur, da hole ich gleich mal eben die anderen Klamotten, ne? Weil ich da ja auch schon Eisen und sowas gebaut habe. Ja, geschmolzen habe. Den Weg nicht zurück, so ein Scheiß. Und hier sind auch noch die Schweine. Die Schweine verfolgen mich. Hilfe. Oh, ich renne, glaube ich, in die falsche Richtung. Warte mal. Jetzt ist mein Raven abgeblieben, der blöde Luder. Jo, das müsste richtig sein. Hier sind die Bäume. Da muss ich genau bei den Schweinen durch. Der macht die Schweine noch platt. Das sind mir zu viele. Und ich habe ja immer noch keine richtige Pike hier. Warte mal, wenn ich hier rechts rumlaufe. Ah, wir müssen mal gucken, dass wir bald Piken kriegen, ne? Ich habe schon eine gebaut. Ich habe schon die dritte durch oder die vierte. Ja, die Piken meine ich. Du kannst ja auch reparieren, ne? Ja, ich sag ich nur so. Das, also das ist ja keine Pike, das ist ja eigentlich ein Speer. Ja. Und ich wollte schon gerne Metallpike irgendwie, dass wir beide einhaben. Ja, die kommen sich auch schmerzhaft. Weil ich habe so viel, ich habe jetzt hier schon ein paar von gebaut. Doch, das glaube ich von Ihnen. Muss mal gerade gucken, wo ich lang muss. Oh, hier ist noch eine Ruine. Ups. Ja, du Sau. Ach, du bist doch keine Sau. Du bist ein Sabertooth. Du bist natürlich genau bei der dämlichen Kiste, hä? Du. Ja, ihr Lieben, aller Anfang ist schwer. Auch wenn wir schon gelevelt sind, aber wir bauen trotzdem alle, machen alles neu. Oh, Jackbug. Die haben wir schon ein bisschen. Oh, hier ist Kaktus. Moment, hier ist Kaktus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Es gibt 220 Kakteensaft. Das ist, ja, genau umgedreht. So, das Beil nimmt's für die Kakteen. Ja, die Fäuste kann man natürlich auch nehmen. Tja, fällt gleich alles zusammen.
So, Raven ist auch da, so wie ich das sehe. Was ist denn mit meiner Gesundheit schon wieder? Warte mal, ich muss mal oben die Beeren aufessen hier. Ach so, Kakteen kann man ja essen. Wow, rein das Weiß Zeug. Schon jemand, wie man diese... ist das Seidenkleidung einfach nur, oder ist das... Das heißt Wüstenkleidung. Wüstenkleidung, alles klar. Ja, oder Wüstenhose, Jacke entsprechend, ne? Also Wüste. Was brauchte man nochmal für den Avengabes-Sattel? Oh. Da brauchte man gar nicht viel für, glaube ich. Warte mal. Nee, das konntest du im normalen Dings machen. Das war irgendwas mit Leder, glaube ich. Leder... War das nicht auch Holz? Ah, ich weiß es nicht. Kreatin, 150 Stück, Fasern und Leder. Ich baue dir ein. Ich muss nur eben Kreatin aus meinem Vögelchen holen. So, ich guck mal, ob ich davon ein paar Tonnen schleppen kann. Wenn ich nicht schlecht. Irgendwie geht's mir nicht gesundheitlich nicht so gut hier, oder? So, Kreatin. Nee. Hau rein das Zeug. Ja, wo, gut, das kann man nachher nochmal bereden. So. Agentavi Sattel kommt. Das ist nett. Bitte schön. Dankeschön. Ey, nicht wegfliegen, du dummes Vieh, du sollst sterben. Ich habe Bewegung, sonst krieg ich fast. Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir müssen uns erst mal ein bisschen orientieren, erst mal so ein bisschen gucken, dass wir die richtige Richtung hinkriegen. Und dann... Ach, wir haben ja auch 41 Grad. Geht das locker weiter. So, glaube, jetzt habe ich genug Kaktussaft. Erstmal, ich muss mir nur die Position mal merken. Weil... Na, ich mache mir jetzt hier eine Markierung, eine Wegmarkierung an diesem neuen Lager. Warte mal, erstmal mit P, ne? P. Ja, ich würde sagen, das ist etwa 33 Uhr. Ja, 33 zu... 60, genau 60. Und das heißt dann Kaktus. Kaktus 1. Ja. Da wissen wir, wo wir Kakteen herkriegen. Genau. Jetzt wo sind wir denn hier? Ungefähr bei 25,50. 25,50 hast du? Oh, da bin ich auch. Ja, da, wo wir jetzt neu bauen. Ja, genau. Da muss ich hin jetzt. So. Ungefähr 25,50. Ja. Guck gerade mal, ich kann mich nicht mehr. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. 25,50. Komm ich da hoch oder eher nicht? Hops, hops, ich möchte da hoch. So, das geht. Ja, komm. Nee, da kommt man nicht hoch. Ich nehme doch mal die Karte aus dem Gesicht. Oh oh. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Der will mich fressen. Ich hau dich so lange, bis du tot bist. Das sag ich dir. Oh Mann, ey. Ja, das hast du wohl nicht erwartet, dass ich dich rumliege. Was? Oh. Ah, hier ist wieder die Dings, ja. Oh, ich bin verletzt. Moment. Das ist ganz schön anstrengend, Leute. Muss mal gucken, ob ich hier noch höher kann. Hier kann ich langlaufen, genau. So, dann müsste ich doch eigentlich... Was war das? 25, ne? Müsste dort sein. Genau, wir müssen da lang. Schade, dass die Kartenmarkierungen von euch nicht angenommen werden, ne? Ja, das wäre toll, ne? Wenn die angezeigt würden. Jo, ich glaube, ich bin ganz schön...
verletzt. Überhitzt bin ich auch schon wieder. Ah, Mann, immer diese Nahrung. Ich muss unbedingt meine... Ich weiß gar nicht, kann ich denn nicht schon was machen? Meine Gesundheit ist ganz schön am A. Oh, am Popo. Ja. Popo. Ich muss unbedingt noch ein Bett bauen oder so. Ich bin überladen. Können wir unsere nicht wegholen da hinten einfach? Am alten Lager? Könnte klappen, ne? Wo lümmelst du dich denn gerade rum? Wem meinst du? Ja, dich. Ich bin jetzt, warte, ich versuche nach Hause zu kommen. Ich bin bei 30, 33. Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Geh mir aus der Tüchte, du verdammtes Vieh, du. Wenn du dich wenigstens reiten lassen würdest, kann ich mal gucken. Oh, ich glaube, ich sterbe jetzt sowieso. Ich bin bei 33. Wenn du stirbst, dann wach an dein Lager auf. 33,7. Lass mich mal ausreden, bitte. 33,57. So, danke. Jetzt kannst du bitte weiter. Wenn du sterben solltest, im Bett spawnen und dann kannst du da Metall und sowas mitbringen. Spocky, darf ich hier bei den Mörsern in der Nähe einen Ofen aufbauen? Erste, ja, klar. Ich lasse aber etwas Platz wieder für die Wand, ne? Naja. Oh, scheiße, ich laufe in die falsche Richtung, oder was? Bleib stehen, ich komme! Ach, Mann, ich renne hier wieder voller Panik durch die Gegend. Weil hier ein Kampftier nach dem anderen entgegenkommt. Der Kano ist außer Sicht. Nee, der ist da drüben. Ich bin relativ weit oben irgendwie, warte mal. Ich mach mal gerade Schaden, weil ich bin hier gerade bei einem Kano. Ja, ah, da hinten, ja, genau. Sag mir was. Ja, ich bin hier, unter dir, und links, nee, jetzt rechts, ganz viel rechts. Ah, da sehe ich dich. Ja, wunderbar. Kannst du mich zur Felswand bringen? Ich wollte dich nach Hause bringen, damit du deinen Flattermann holen kannst. Wo hast du den denn? Hast du nicht im Schlepptau? Ich dachte, hättest du im Schlepptau. Nee, das ist mein Raven, auf dem ich gerade reite. Achso. Aber du hast jetzt schon das neue Zuhause gemeint, ne? Ja, klar. Ja, wo super, weil das ist... Ach, da war ich ja gar nicht mehr so weit weg. Eigentlich nicht. Hätte ich nur die richtige Richtung laufen müssen. Ja, siehst du, da vorne sind schon unsere Viecher. Oh ja. Schön. Ich muss unbedingt ein Bett bauen. Gucken, dass ich hier spawnen kann dann. Jo. Super, ich danke dir. Gern geschehen. Oh, ist das klasse, dass man so weggetransportiert werden kann. So. Ich habe hier noch... warte mal, wie sieht da meine Gesundheit aus im Moment? Ich muss noch mal ein bisschen was essen. So. Und dann mache ich mal... Baut euch aber richtige Betten, nicht die Schlafsäcke, ne? Wir haben Ledermasse. Was fehlt denn? Aber dann brauchen wir Metall, oder? Nö. Bett, einfach Bett. Ach nee, das geht mit einfach Bett geht. Ich mach mal 3 Stück. Ich hab schon. Ach so, Moment, da kann ich abbrechen. Ging doch jetzt, ne? So. Okay. Ja, warte mal, dann sammle ich den einen wieder. Hey. Die Schlafsäcke sind nur ein Einmal-Spawn, ne? Ach so, okay. Ich dachte, das ist auch ein Dauerspawn. Nee. Aufheben. Ich will nicht am Ofen schlafen. Warum nicht? Oh, weil mir das zu warm wird. Du sollst doch da nicht schlafen, du sollst da nur spawnen. Genau. Holzkopf. Ja, weiß Herr doch. Oder Onkel Holzkopf, so viel Zeit muss sein. Genau, also das muss mindestens sein. So, warte mal, hier ist auch noch was. So, wir brauchten für das Lehm auf jeden Fall noch Haufen Sand. Gut, dann hol die. Ja, und Kakteen, ne? Kakteen brauchen wir reichlich. Ja, Kakteen habe ich gerade reingetan. Ich habe mir auch eine Markierung in die Karte gesetzt. Warte mal, da unten können wir doch wegmachen. So.
Na? Komm, weg, weg. Oh, jetzt nimm die Axt, ne? Ja, ich weiß. Ich kann auch die Fäuste nehmen. Moment. Hätte ich da. Jo. Und. Haben wir denn schon Metall, dass wir eine Sicherheit oder so machen könnten? Ich glaube nicht. Metall ist im neuen Lager, da habe ich schon Metall geschmolzen. Also im ersten Lager, was wir angefangen haben. Ja, okay, dann sollten wir das abreißen, ne? Das wäre... ich komme mich nicht mehr kaum bewegen. So, Foundations. Kannst du die in eine Kiste tun? Dann mache ich das mit dem Bauen. Das ist gar nicht so viel Sand. Ich habe mehr Stein gekriegt als Sand. Warte mal, da ist noch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du dir ein Beil mehr Sand kriegst. Ja, doch, wir haben, nehmen ja schon das Beil. Also haben wir irgendwo eine Kiste? Mehr. Haben schon irgendwo eine Kiste? Nee, haben wir noch nicht. Warte mal, ich versuche mal eine zu bauen. Vielleicht habe ich ja schon. Warte, ich nehme einen Schrank. Der ist etwas kleiner, aber hat mehr Lagerkapazität, ne? Ja, okay. Wir müssen uns, glaube ich, schon wieder verabschieden. Ja, sowieso dann, genau. Ja, ihr Lieben, ihr seht, hier wird das jetzt endgültig unser Domizil. Erstmal, bis wir vielleicht ganz was Besonderes Gutes finden. Das erste Lager wird abgerissen, da werden wir das Material noch holen. Da haben wir nämlich einiges gesammelt. Und hier fehlt noch ein Bett. Ja, aber nicht von mir. Meins steht da. Ach, ich dachte, du hättest drei gebaut. Hast du noch eins? Bock? Ach, da ist der Strang. So, okay. Auf jeden Fall sagen wir erst einmal Tschüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was sie tut, vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gut, wer Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik, dafür haben wir euch ganz doll lieb und wir freuen uns wirklich sehr auf euch, wenn ihr wieder überall in unseren Videos reinschaut, beim lieben Wanderer.de und bei mir. Spock hat ja keinen Kanal, aber wir würden uns sehr freuen. Und sagen deswegen einmal Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Tschüss.